Liebe YouTube-Zuschauer auf dem YouTube-Channel-Kanal Leifisch, euer Wurzel-Tommy, melde mich mal wieder vom Zentralturm Hühnerberg, Memmingen, von meinem Zentralturm, von meinem Studio. das Thema heute, danke an alle, die jetzt in dieser schweren Zeit auch füreinander da waren und die auch für mich da waren und für und die auch für andere Menschen da sind, sei es Ärzte, wie gesagt, Krankenhäuser, sowie Psychologen jetzt auch und so und alles Mögliche. Alle, die, wie gesagt, Ärzte, Bundeswehr oder was war es noch, LKW-Fahrer und die an der Kasse stehen, die machen alle einen Hammerjob und die sind an der vordersten Front und kämpfen gegen das Virus an und tun alles in der Macht, was da steht. Da auch nochmal recht herzlichen Dank. Ich möchte auch Danke sagen für die Menschen, was ihr nicht wisst, wie ihr nicht wissen könnt, mir ging es psychisch nicht gut und total beschissen. Und ich hatte einen Aufruf auf Facebook gemacht. In der Zeit, an einem Tag, sind Leute oder Menschen über Facebook gekommen und haben mich Mut zugesprochen und haben mich wachgerüttelt. Es geht weiter und so und auch und wie gesagt auch über WhatsApp. Es hörte nicht mehr auf, es klingelte nur noch und gleichzeitig habe ich andere Menschen auch geholfen, die in schwere Zeiten durchgehen. Dann habe ich zugleich auch noch andere geholfen und andere haben mir geholfen und wir haben uns gegenseitig geholfen, in dieser schweren Zeit hindurchzugehen. Und es ist so eine Zeit angebrochen jetzt. Ja, wie gesagt, jetzt ist es wichtig, dass wir Freunde haben oder Leute oder Menschen um sich herum, wo man sich auch gegenseitig die Hilfeleistung stellt. Das finde ich klasse. Es dreht sich nicht alles über um mich immer so, was ich immer sage und so. Es geht auch um viel mehr andere Menschen da draußen genauso. Der Zusammenhalt und das Miteinander und Füreinander wird jetzt immer deutlicher und es wird mehr klar. Und mehr soll, ich kann es nicht aussprechen, wie es die Merkel sagt, aber es ist so, dass immer noch mehr Zusammenhalt jetzt zusammenkommt und immer wieder füreinander. Das geht immer so. Es ist jetzt besser geworden. Es wird auch jetzt verstärkt sein. Nur so, miteinander, füreinander. Einfach einstehen. Nur so, bis sie könnten wir den Virus standhalten und vielleicht in Parole bieten, wenn wir das alle mit Macht und Liebe und mit Kampfgeist vorangehen. Und an vorderster Front sind, wie gesagt, die Ärzte, die Verkäuferinnen oder die Professoren, die ein Gegenmittel da entwickeln dafür, dass wir wieder gesund werden. Die Forscher, meine ich damit, die sind an vorderster Front und wir sind damit dabei. Wie gesagt, wegen meiner Videos möchte ich noch was sagen. Leider habe ich ja die Auftritte abgesagt, wie gesagt, konnte ich nicht mehr machen. Aber was heißt hier Auftritt? Auftritt könnt ihr haben. Das ist die ganze Zeit auf YouTube. Meine ganzen Videos sind auf YouTube. Von früher noch die alten Videos, wo ich Musik gemacht habe mit der Gitarre. Sie können sich das Programm auf YouTube bei mir anschauen. Wenn Sie runterscrollen mit der Ding, können Sie meine alten Videos, wie gesagt, auf Uploads und dann runterscrollen. Dann werden Sie sehen, so kann ich Ihnen den Auftritt auch geben. Die sind ja alle drauf, die Videos, da können Sie sich eins aussuchen, was Sie gerne wieder anschauen möchten von mir von früher. Genießen Sie es, da werden Sie gerade in so einer schweren Zeit, wenn es Ihnen damit nicht gut geht und Ihnen belastet das, bauen Sie sich mit diesen alten Videos, was ich gemacht habe damals auf, das könnte vielleicht Ihnen helfen, dann würde ich Sie damit auch wieder zum Lachen bringen, wenn Sie Ihnen die alten Videos anschauen. Bleibt stark da draußen, bleibt tapfer, haltet durch. Wir wissen nicht, wie lange ich versuche durchzuhalten. Ich versuche Sie zu motivieren, indem ich nur eins sagen kann, schaut meine Videos an, meine alten,
dass ihr was zum Lachen habt. Und wenn das alles vorbei wäre, können wir sagen, können wir die Enkelkinder und die Kinder unserer Kinder und die Enkelkinder und die Kindeskinder erzählen, wie es damals war. Wenn wir durchhalten, bleibt zu Hause, geht nicht raus, versucht tapfer zu bleiben. Jeder von uns Einzelnen mitmacht und zu Hause bleibt und an die Regeln sich hält, wird sich das Virus auch nicht weiter ausbreiten und wir können es, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir es schaffen, wenn sich jeder an die Regeln hält. Man kann es nie oft genug sagen, Leute, und dennoch sage ich euch, tut es einfach, was uns aufgesetzt worden ist. Es ist zu unserer Sicherheit, für unsere Gesundheit sehr wichtig heutzutage. Bleiben Sie gesund, passen Sie sich auf sich auf und Kopf hoch, es wird schon wieder. Ich melde mich wieder vom Zentralburg, das war Wurzeltommy vom Zentralberg, Hüneberg vom Funkhaus Live, euer Wurzeltommy. Ich sage Servus, ciao, euer Wurzeltommy, vielleicht bis zum nächsten Video. Gute Nacht Deutschland, gute Nacht Memmingen, passt euch auf euch auf und ciao, servus, bis zum nächsten Mal, euer Wurzeltommy.